Hallo, herzlich willkommen wieder auf dem Megaprojekte-Server. Fast versammelt das komplette Team. Ich begrüße euch erstmal alle herzlich hier zum Silvester-Special. Seid gegrüßt. Na gut, dann fang ich an. Also ich sag auch hallo, auch an meine Zuschauer und auch an den Rest der ganzen Bagage, die ihr alle sich versammelt haben. Ja, wollen wir gucken, was für uns jetzt hier erwartet. Ja, der Rest vielleicht auch noch was sagen, bevor es losgeht. Ja. Hallo. Heyo. Ne. Ich sag dann auch nochmal schönen Gruß hier ans Megaprojekte-Team und mal gucken, was heute uns noch erwartet. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, also lasst euch überraschen. Wir starten einfach mal das gewaltige Megaprojekte-Team Feuerwerk hier. Zack, und los geht das. Spannend. Ja. Ist nicht wirklich Megaprojekte-Team, ne? Nee, ja, aber wirklich. Mehr oder weniger. Ja, ja. Ich meine, ihr kennt uns, ihr wisst, wie wir sind. Klein kann jeder. Wir sind anders. Ich wollte jetzt zu meinen Zuschauern sagen, so, das ist, ne? Das war's, ja. Neues Jahr. Ja. Tschüss, ne? Bis zum nächsten Jahr. Also, es gibt einige Server, bei denen wäre das jetzt alles gewesen. Nicht bei uns. Ich würde sagen, folgt mir einfach mal ins Dunkel. Alle so. Böses. Ich hoffe, ihr habt euch alle einen schönen Platz gesucht vor der großen schwarzen Wand. Die ist wirklich schwarz? Die ist schwarz und gleich wird es ein bisschen laggy werden. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Genau. Du bist doch bekloppt. Ui. Wieso ich? Wir? Jeder für sich. Achso. Alles hier ist bekloppt, das ist schon richtig. Ja. Hat auch fast kaum geleckt. Bei mir gar nicht. Nee. Bei mir auch nicht. Ja, war ganz gut. Aber ich sage mal so, das ist auch noch nicht mega hier, ne, oder? Nicht für unsere Verhältnisse. Ist doch schon mega. Naja, ich glaube, wir legen noch einen drauf. Weil so klein, das kann jeder. Wir wären nicht das Mega-Projekte-Team, wenn wir nicht größer könnten. Größer geht immer, kleiner geht nicht, oder was? Kleiner wäre langweilig. Ob wir das natürlich fürs nächste Jahr noch toppen können, ist eine gute Frage. Garantiert nicht, weil irgendwann mal sind wir leider ein bisschen limitiert, was die Server also aushalten. Müssen vielleicht noch einen drauflegen, was den Server angeht. Ja, aber da wird es auch immer gleich erheblich teurer, ne? Irgendwas ist immer. Ja. Ja. Weil ich könnte es jetzt wagen, einfach mal durchzufliegen und ich könnte mir vorstellen, dass ich mich wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr bewegen kann. Ja, es geht. Also ich fliege hier gerade zwischendrin rum, es geht. Also bei mir ist auch... Ich habe damit auch kein Problem. Ich sehe jetzt schon in der Box rum. Bei mir ging es mit Rumpfweise. Aber bei mir geht natürlich so ein bisschen auch der Effekt verloren, ne? Weil ich sehe immer nur das vordere Feuerwerk, aber nicht das hintere. Hey, bald das. Ja, das ist das Problem, die Entfernung hier. Ne? Ich werde nochmal jetzt einfach mal ganz kackend dreist hier mittendrin den Shader rausnehmen. Bist du herrlich professionell. Ja, aber ich mache das ja schließlich auch hier zum Spaß und nicht, ne? Mhm. Kommerz. Genau. Bist du nicht der böse NM-Mann? Das habe ja zum Glück nicht ich gesagt.
Ich kann das sagen, ich bin nicht der Inhaber dieses Channels. Ich mache ja auch nichts hier. Also. Ja, das ist wohl wahr, dass du nichts machst. ich bin doch schon immer noch für die Deko da gewesen. Ja, wobei jetzt die Deko natürlich immer fraglich ist, aber gut. Wir wollen mal nicht lästern, nicht? Es ist schließlich Neujahr, also. Genau. Wünsche auf jeden Fall erstmal allen, die zuschauen oder die das Video auch später sehen, erstmal ein wunderschönes, frohes neues Jahr, ein schönes 2017. Ich hoffe, ihr seid alle heile reingekommen und ja, ihr bleibt im nächsten Jahr uns ein bisschen treu und schaut da ab und zu das ein oder andere Mal rein. Genau, das hoffe ich bei meinen Zuschauern auch, dass sie alle die Feiertage, so wie sie jetzt bisher gelaufen sind, gut überstanden haben. Ja, hoffe auch, dass das Jahr gut und auch ja, gut bleibt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Herr Stefan, ich wollte gerade sagen, wenn deine Zuschauer überhaupt noch leben, mumifiziert sind. Ja, wieso? Ich habe ich stagniere mit meinen Abonnenten. Da kann ich schon froh drum sein. So manche andere YouTuber, die verlieren pro Tag 200.000 Abonnenten. Ja, dazu gehöre ich nicht. Ja, dafür müsste man auch 200.000 haben, um die zu verlieren. Ja, genau. Ich wünsche auch nochmal meine Zuschauer also ein schönes 2017. Und werden wir sehen, was nächstes Jahr alles noch passiert. Oh, ich jetzt wünsche allen einfach den Funkhäusern ein frohes neues Jahr. Ich nehme zwar nicht auf, aber die anderen Zuschauer. Naja. Da fällt mir gerade ein, was ich noch vollkommen vergessen habe, ist zu erzählen, was es denn fürs nächste Jahr an Planungen gibt. Haben wir überhaupt schon welche? Nö, aber da können wir ja mal mit anfangen, ne? Also ich sag mal auf jeden Fall erstmal die ganzen angefangenen Projekte zu beenden, was ich sag mal bis dato angefangen ist. Das ist zum Beispiel die dieses Jahr vergessene Weihnachtsgeschichte. Die wird es dann fürs nächste Jahr geben. Und ja, dann ist immer noch der Charger im Bau. Und was waren das noch? Da waren noch so diverse Sachen. Dieses Mittelalter-Dorf wird wahrscheinlich das eine oder andere Gebäude bzw. Landschaft wird da noch hinzukommen, gehe ich mal von aus. Ja, hoffe ich mal. Das soll noch fertig gemacht werden, auf jeden Fall. Ja, dann, ich meine, so kleinere Projekte hier auf dem Server gibt es ja eigentlich genug. Man könnte jetzt zum Beispiel auch die Stadt weiterbauen. Oder es kann auch was ganz, ganz Neues geben, man weiß es nicht. Ist das nicht jedes Jahr dasselbe mit den guten Vorsätzen? Man hält sich ja doch nicht dran. Ach naja, so eigentlich haben wir bis jetzt eigentlich relativ viel, was wir uns vorgenommen haben, auch dementsprechend umgesetzt. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh darüber, dass das bis jetzt immer so gut geklappt hat. Es ist zwar vieles erst auf dem letzten Drücker entstanden und auch erst fertig geworden, wie diese Geschichte ist gestern Abend fertig geworden hier. Und wir sagen, wir nehmen jetzt nicht am 31. auf, wir nehmen am 28. auf. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist es schon ein paar Tage alt. Aber es ist halt eben erst am Abend vorher fertig geworden. Da ich also bei mir persönlich auch noch erhebliche Computerprobleme hatte, mir ist eine komplette Festplatte aufgeraucht und naja, seitdem alles neu machen. War nicht so schön, aber gut. Es läuft wieder einigermaßen, zumindest so weit, dass ich hier das noch zumindest fertig machen konnte. Ich plane noch einen neuen Rollercoaster. Oh, war ja. Der habe ich schon so ein bisschen im Hinterkopf. Da kann man sich auch noch mal überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall noch der Livestream kommen. Über jetzt inzwischen leider Gottes schon 4,5 Stunden voraussichtlich. Über die Minecart-Bahn. Denn wir sind inzwischen bei über 4,5 Stunden angekommen. Wir sind schon bei fast 5. Ja gut, wir haben ja noch nicht alles angeschlossen. Wenn wir jetzt wirklich noch die Reste anschließen, dann sind wir bei über 5 Stunden. Und das ist meines Erachtens nach definitiv der längste Minecart-Bahn, wie auch immer, der Welt, meiner Meinung nach. Ich habe noch nichts Größeres gesehen.
Ja. Aber was mir jetzt mal einfällt, wir könnten doch eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, könnten wir doch auch mal aufrufen, wer gerne Gruß baut, der kann sich gerne bei in unserem TS einfinden. Meistens immer einer da. Die TS-IP steht unten der Infobox. Genau. Und für weiteres lieber Leute einschätzen, dazu wurde eigentlich schon, glaube ich, ein Video gemacht. Was auf jeden Fall noch, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, was wir auf jeden Fall noch suchen, ist, wer Developer-Tätigkeiten ausführen kann, beziehungsweise sich ein bisschen in Minecraft auskennt und auch ein bisschen so mit den Skripten sich auskennt und auch Plugins selber schreiben kann. Der ist auch gerne bei uns mal gesehen. Vielleicht kann er uns bei der einen oder anderen Geschichte auch weiterhelfen. Ja, weil das Problem ist, wir sind leider immer noch auf die 1.7.2 bis 1.7.5 beschränkt. Wegen Plugin-Problemen. Genau, wir haben also ein oder diverse Plugins hier auf dem Server laufen, die hier also viele Funktionen unterstützen, beziehungsweise uns auch beim Bauen das Ganze so ein bisschen erleichtern, damit wir nicht 12 Millionen Kilometer Redstone verlegen müssen. Und diese Plugins sind leider beschränkt bis zu 1.7.2. Wir sind also immer noch auf der Suche nach Leuten, die Bock haben, die Lust haben, die jetzt da kein, ich sag mal, Millioneneinkommen erwarten, die das wirklich zum Spaß und einer Freude machen, diese Plugins einfach auf die 1.8 oder vielleicht sogar höhere Version umzuschreiben, damit wir dann eventuell den Server umstellen können auf eine höhere Version. Aber ist es bis jetzt noch leider vergönnt, diese Leute zu finden, beziehungsweise es hat sich bis jetzt noch keiner, sagen wir mal so, bei uns gemeldet. Ja, wiederum ein Aufruf. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, einfach zum Team dazu zu stoßen. Hier herrscht kein Druck. Das heißt nicht, das muss jetzt bis morgen fertig sein. Es sollte nur halt irgendwann nochmal fertig werden. Ne? Na, irgendwann schon. Ich für meinen Teil werde gleich, aber für euch wird es eine kurze Umblendung sein, werde dann mich auch noch mit bei dem Papagei auf den Server begeben, weil der hat auch noch ein Feuerwerk für uns. Das werde ich beides zusammenschneiden. Dementsprechend werdet ihr beide ja, Schnipsel des Videos zusammensehen können. Ich weiß ja nicht, wie die anderen das geplant haben. Nur ich verkrümmel mich dann jetzt. Also ich sage mal so, das Feuerwerk hier, das geht noch bestimmt locker und spielen noch dicke eine halbe Stunde. Denn sämtliche Dispenser, die da unten drin sind, sind alle komplett befüllt gewesen. Gut, hier tut sich jetzt auch nicht mehr so ganz wirklich viel. Ich würde sagen, wir beenden hier, wünschen allen nochmal frohes neues Jahr und sehen uns gleich beim Papagei auf dem Server. Genau. Jo. In dem Sinne sage ich einfach nur bis gleich. Jo. Bis in einem Moment. Dann, ja. Macht's gut, bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Hallo, hier ist wieder euer Papagei. Heute begrüße ich euch in Bergstadt. Wir sind ja noch kurz in 2016, Silvesternacht, und gehen jetzt ins 2017. Und heute begrüße ich euch hier in der Stadt mit dem Megaprojekte-Team. Sind fast alle da, bis auf, glaube ich, auf zwei Leute oder sowas. Und jetzt können die anderen mal was dazu sagen. Dann fange ich an. So. Wie ich gerade gesagt habe, für euch war es nur ein Augenblick. Und jetzt feiern wir noch ein bisschen Silvester hier in der Bergstadt. Ja, schauen wir mal, was uns hier so erwartet am Feuerwerk und ein bisschen rum. Schauen wir mal. Ja, wie versprochen, ich bin auch wieder da. Ich begrüße auch alle. Auch hier erstmal Dank an den Vogelkiller und an den Papagei, dass wir uns eingeladen haben. Ich lasse mich überraschen und haut rein. Ja, willkommen hier in Bergstadt.
Der Server ist recht alt, riesengroß. Ich sag immer dazu Mega Sim City, wenn man sich mal die Karte anschaut. Also viel, viel Arbeit, ein Riesenprojekt. Ich bin stolz auf den Papagei. Ich habe nur so ein kleines Action da besiedelt und naja, ich jedenfalls willkommen. Und wie gesagt, auch auf viele Grüße hinten aus der Technik. Der am Knopf versteckte. Gut, dann können wir ja mal das Feuerwerk. Dann können wir ja mal das Feuerwerk starten. Wir können ja den Countdown runterzählen. Genau, von 10 bis 0 könnt ihr mal zählen und dann kann er starten. 8. 7. 6. Na, ihr könnt ja zählen. 5, 4. 3, 2, 1, 0. Oh, ist das hübsch. Ist halt ein sehr kleines Feuerwerk momentan, aber das ist ja auch ziemlich schön. Aber schön. Mit der passenden Umgebung passt das ja. Und wie sehen deine Vorsätze fürs neue Jahr aus, Papagei? Also wieder viel bauen, schätze ich mal. Ich habe auch vor, irgendwann noch das Eisenbahnsystem noch ein bisschen modernisieren. Zum Beispiel, dass die U-Bahn automatisch fährt vielleicht, Schranken automatisch runter und hoch gehen. Also da gibt es noch einiges zu tun. Könnte auch noch Bauhelfer gebrauchen, teilweise noch. Die muss ich auch mit Redstone so gut auskennen, mit Command-Blocks auskennen und sowas. Und die Stadt wird immer weiter wachsen. Also ich habe ja auch letztens wieder viele Häuser gebaut, also fast jeden Tag kommt ein Haus dazu, kann man sagen hier. Und ja, so wird es dann halt weitergehen. Also es wird immer mehr gebaut. Es kommen auch immer neue Ideen dazu. Zum Beispiel Vogel hat auch eine neue Idee gehabt, die ist auch in Planung, aber das dauert noch ein bisschen. Und ja, der will halt sein Gebiet so ein bisschen ausbauen. Der Vogel kann mal kurz was erklären damit. Also ich werde anfangen zu planen, dass ich das Viertel, in dem ich hier wohne, so ein bisschen nachstelle. Ja? Und das wird ganz hübsch, weil ich wohne hier ganz schön. Da freue ich mich schon drauf. Ist zwar viel Arbeit, aber das macht ja auch Spaß. Genau, und weil ich ja mir gedacht habe, weil ich ja bei der Linie 15 bin, und die Linie 15 ist ja die nächste Buslinie theoretisch und die soll dann auch dahin führen, weil beim Vogelkiller fährt auch die Linie 15 hin. Flieg gerade mal hier so ein bisschen und? Ab, damit man mal so ein bisschen sehen kann, was für Arbeit hier drin steckt. Wie lange gibt es den Server jetzt? Den gibt es jetzt schon 6 Jahre. Ja, und in 6 Jahren... Ja, wollte auch gerade sagen, in 6 Jahren, ich glaube, sagen wir mal so, zwei Drittel müsste mindestens davon ohne World Edit gearbeitet worden sein. Richtig. Denn auch viele Häuser noch, obwohl jetzt auch schon drauf ist und sowas, baue ich die meistens noch per Hand, weil ich das irgendwie manchmal die Nummer nicht weiß und wollte nur gucken, da baue ich halt schneller per Hand, bin ich halt irgendwie schneller teilweise manchmal. Und wenn man dann einfach mal bedenkt, die ganze Welt hier, sämtliches Wasser, was hier gewesen ist, hat er mühselig mit Schwamm weggemacht teilweise. Und es ist einfach der absolute Wahnsinn, was hier für eine Arbeit drin steckt. Das heißt, auch alle, die sich hier, ich sag mal in Anführungsstrichen, bewerben, um hier mitzuarbeiten, denen sollte bewusst sein, was für eine Arbeit hier drin steckt. Und wie viel Mühe das Ganze hier gemacht hat, das Ganze hier aufzubauen, selbst wenn inzwischen ein bisschen was mit World Edit gemacht wird. Ich meine, das Megaprojekte-Team hilft natürlich auch, wenn es irgendwie möglich ist, mit. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber es sind hier Griefer oder ähnliche, ich sag mal, vollkommen unerwünscht.
Richtig. Das ist genauso auch beim Herrn Meister auf seinem Kanal ist ja genau dasselbe. Ja, also ihr müsst euch einfach nur mal bewusst sein, wie viel Arbeit hier drin steckt. Alleine nur hier, ich fliege hier gerade, glaube ich, in der Nähe vom Flughafen rum. Sämtliche Ja. Landebahnen und alles, sämtliche Häuser, sämtliche Flugzeuge, Gebäude, alles, was hier steht, ist überwiegend alles per Hand gebaut. Und da sind Leute, die auf Zerstörung aus sind, definitiv falsch am Platz. Die sollten sich dann lieber irgendeine Survival Map holen und sich von irgendwelchen Monstern oder Creepern in die Luft sprengen lassen. Ne? Geht. Und das hier, die Stadt, ist ja auch ein Megaprojekt sozusagen. Also die soll ja auch richtig schön groß werden. Also bei manchen Baustellen, wo ich ja habe, wie am Flughafen auch, soll nicht wie in Berlin ausarten, weil ja momentan in Berlin ist ja auch wieder verschoben worden, der Flughafenbau, Ausbau. Und bei mir ist es halt am Flughafen ein bisschen auch so. Manchmal komme ich auch noch nicht dazu. Deswegen brauche ich halt noch ein paar Bauhelfer oder sowas. Auch Häuser müssen eingerichtet werden und sowas. Da könnte ich ein paar Leute gebrauchen, weil es ist sehr viel hier zu tun halt. Also großes Megaprojekt halt. Gut, ich sag mal, fürs Ausbauen der Häuser, da bin ich persönlich definitiv der Falsche. Ich könnte sie dir höchstens mit Licht ausrüsten, dass sie halt einfach im Dunkeln angehen mit dem Licht, aber dann wäre halt eine Innenausstattung in der Regel nicht mehr möglich. Das stimmt leider, ja. Weil Ja, irgendwo muss leider die Technik hin. und ich bin ja eigentlich nur, ich bin ja eigentlich sozusagen hier der Techniker. Da bleibt es bei mir auch nicht an mir hängen. Und bei mir hat die Technik mir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat man wohl Leider gemerkt. Gottes. Es war also ein bisschen laggy hier und dann war Feierabend, weil noch mehr Geräte hier im WLAN waren und war Schluss. Und wie ihr jetzt hier seht, ist ja Bergschat 2017. Also das neue Jahr beginnt ja hier in der Stadt dann. Und mal gucken, was uns hier noch erwartet. Ich habe ja auch das neue Baugebiet da schon in Bergschat teilweise gebaut. Da fährt ja auch von Hauptbahnhof jetzt die U-Linie 4 Richtung Eisenbahnmuseum. Das ist die U4, ist schon mal einsatzbereit. Und fährt dann auch durch Untergrund und als Straßenbahn, so ist es geplant. Und da werden noch mehr Linien dazukommen, wenn die Stadt immer wächst und sowas. Und da könnt ihr ja gespannt sein, was nächstes Jahr noch uns erwartet oder dieses Jahr, so wie ihr das gerne dann sehen möchtet. Aber man kann also hier sehen, ja, ich fliege hier ein bisschen so durch die Gegend einfach wahllos rum. Also zurückfinden werde ich nicht mehr, das weiß ich jetzt schon. Ich kann mich dann höchstens wieder in den Mülleimer teleportieren. Aber es ist hier wirklich überall ausgebaut. Es ist alles angeschlossen an Straßen oder Busbahnlinien. Leider ist es in Minecraft halt nur nicht möglich, ohne großherrige Mods, wie zum Beispiel Flans, hier PKWs oder LKWs, Busse, Bahnen und solche Sachen fahren zu lassen. Aber es ist, ich sag mal, alles wirklich bis ins Kleinste umgesetzt worden. Selbst wenn ich jetzt hier mal runterfliege und hier die Schilder, da weiß man genau, wo man ist hier. Inselheim, da ist dann der Halt. Und wenn ich hier reingehe, auch so ausnahmsweise mal hier gerade mal nichts drin. Aber es ist wirklich alles angeschlossen und man kann überall hinfahren. Das stimmt, also bei den Häusern, die sind halt, also es gibt sehr wenige Häuser, wo halt in der Stadt eingerichtet sind, weil es ist hier, also Häuser sind schon sehr viel Arbeit und einrichten liegt halt mir auch nicht so ganz so. Aber wenn ihr dann nach Adlerhorst zum Beispiel kommt, da ist ja dann fast alles eingerichtet. Ich glaube, alles ziemlich, kann ja der Vorklärer nochmal was dazu sagen. Ja, also Adlerhorst ist so ein kleines Naherholungsgebiet. Das ist eine große Seenlandschaft. Da gibt es keine Autobahn, da gibt es nur eine Landstraße und eine Buslinie und ein paar Sehenswürdigkeiten. Und das hat halt den dörflichen Charakter. Es sind viele kleine Sachen. Da gibt es ein Dorf auf dem Wasser, da gibt es eine U-Bahn-Linie, die ist eine Ringlinie. Dann haben wir ein Römerkastell und ein Riesen.
Wüstentempel, also ich mag so eher die einzelnen Feinsachen, diese Schicken. Ich bin da eher so ein Kreativbauer, ein hübsches Hotel, was teilweise eingerichtet ist. Und ist ganz hübsch. Ja, und man kann auch von Hauptbahnhof aus zum Adlerhaus fahren. Mit der Linie S10, das ist halt die Stadtlinie. Die geht halt Richtung Burgenland, Albtal, und das ist auch so eine große S-Stadtlinie halt. Ich nehme jetzt einfach die Bahn zurück. Genau, da kommst du dann auch zum Hauptbahnhof dann an, sollte es gehen. Ich will es hoffen, weil ich habe mich völlig verflogen. Wenn du die richtige Seite nimmst, kommst du auch richtig an. Ansonsten kommst du an Schneedorf an. Okay. Ich lass mich überraschen. Und dann bist du halt in der Pampa und da ist halt in der Mitte noch nichts los. Da ist auch noch keine Straßenverbindung sozusagen, außer die Bahnlinie. Und deswegen besser in die Richtung, wo viel los ist in der Stadt halt. Was man hierzu sagen muss zu dieser Stadt, ist es aber auch bei den Häusern und so weiter, ist wirklich an alles gedacht worden. Das heißt, es gibt hier Briefkästen, es gibt Mülleimer, es gibt Hausnummern und all sowas. Also ich sag mal, was hier wirklich nur noch fehlen, ist Leute, die einem die Tür aufmachen, wenn man klingelt. Richtig. Und manchmal, gut, klingeln habe ich, ich habe auch in manchen Häusern vielleicht eine Klingel mal drin oder sowas. Ansonsten fehlt es halt noch, habe auch schon bei der Hauptpost einen automatischen Briefkasten so ein bisschen entworfen, wo man dann, wenn man da was einwirft, darf bei der Hauptpost die Post dann kommt. Und wir bräuchten auch noch ein paar Postträger, die wo dann die Post zum der Haustür immer tragen, weil es gibt auch hier Straßennamen. Und ist halt alles gut geplant, wie man hier so sieht. Bin irgendwo und ich weiß nicht wo, aber ich komme irgendwo an. Du musst das Ortseingangsschild lesen und dann kann der Jürgen dich lotsen. Dafür war ich zu schnell. Dafür war ich zu schnell, aber Vogelkiller, du solltest ein bisschen vom Feuerwerk weggehen. Du verbrennst dich sonst noch. Es wird heiß. Ja, der Vorteil ist hier halt, dass man wirklich mit der Bahn wieder zurückkommt, ne? Selbst wenn man sich mal verflogen Richtig. Oder verlaufen hat. Ich sag mal so, alle fast Linien, wie Buslinien, Straßenbahnlinien, so fahren alle fast zum Hauptbahnhof, außer bestimmte Buslinien. Also es gibt eine Linie, die fährt nicht zum Hauptbahnhof, das ist Linie 12, aber die fährt auch zur Polizeistation. Also wer was verbrochen hat, sollte aufpassen, die gibt es nämlich hier auch. Hier gibt es auch eine neue Feuerwehr, die Feuerwehr 2, wurde ja auch schon angefangen und sowas. Also es gibt hier schon zwei Krankenhäuser, also die Stadt wird halt immer größer, wie man hier sieht. Und halt, was demnächst noch kommen wird, das ist halt noch in Planung. Das weiß ich nicht, wie ich das umsetze. Das heißt, automatische Schranken, wenn man dann mit dem Zug fährt, darf die Schranke sich öffnet und schließt halt. Ja, das denke ich mal, wird ein bisschen gefummelt werden mit Command Blocks, aber es müsste hinzukriegen sein. Und man muss halt hier bei der Altstadt, wie man, wo wir jetzt hier gerade sind, Hauptbahnhof Altstadt und sowas, da muss halt aufpassen, weil unten drunter ist viel gebaut worden auch, wie U-Bahn und sowas. Und da soll auch immer noch das Wassersystem noch reingebaut werden und sowas, weil ich habe ja schon in der neuen Stadt schon Wassersystem angefangen und sowas. Und hier muss es dann auch noch rein und da ist halt Schwierigkeiten, darf man da nicht irgendwas anders da zerstört. Und das ist halt ein großes Projekt noch mit viel Arbeit halt. So, mal gucken, ob der Herr Meister schon am Hauptbahnhof angekommen ist. Ja, oder nicht. Ich sehe das Schild Bergstadt. Jawohl, ich bin da. Dann ist es ja gut. Dann müsstest du ja. Kannst du ja dann Bergstadthafen aussteigen. Ja, da sehe ich dich ja schon. Das ist ja das Gute. Es ist ja alles nummeriert. Man kann überall hinfahren und sowas.
Also mit der Bahn funktioniert das auch zwar noch ein bisschen langsam, aber das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache man kommt auch an. Jetzt wollte ich gerade mal die Haustürschilder zeigen, aber ausnahmsweise habe ich jetzt gerade mal eine Straße erwischt, wo sie nicht dran waren. Naja. Noch nicht überall, weil es ist noch nicht überall ausgebaut. Auch teilweise Mülltonnen fehlen auch in der Altstadt, weil die Stadt ja schon sehr alt ist. Und da wurde es ja noch nicht so gebaut und kam halt später halt alles, deswegen halt. Aber hier sieht man auch schon einen Briefkasten, kann ich euch mal zeigen, der ist natürlich leer. Und natürlich, wer der Briefträger, kann da das da einwerfen, der kann das dann von innen rausholen, Posten sowas. Weil hier ist ja das Bergzwecksmuseum, kann ich euch mal kurz mal zeigen, Herr Meister kann mal kurz mitkommen. Ich nochmal. Folge dir einfach. Und hier ist ja das erste Haus. Das kann man ja mal sehen, da steht auch die erste Straße und sowas. Das war die erste Laterne damals. So ist es gebaut worden. Alles per Hand auch abbauen mussten. Und hier steht auch das Datum, wann die Stadt entstanden ist, dass man das nochmal so sieht. Ja, sind ja erst über 7 Jahre, nicht? Richtig, sozusagen, ja. Also man kann sagen, 6 Jahre geht jetzt in die 7 Jahre zu. Und hier drunter ist halt richtiges Bergwerk noch. Richtig tiefes Loch, weil da viel gebaut wurde. Und da geht es auch in die U-Bahn teilweise rein und sowas. Also man muss hier schon gucken, wo man hingeht. Man verläuft sich, wenn man nach unten geht. Wer sich da nicht auskennt. Also da unten kommen die Steine her für die Stadt. Genau so war das. Und dann Hauptbahnhof, wo der Busbahnhof ist, also wo die Busse auch halten, da waren auch viele Steine. Die habe ich alle per Hand abgebaut damals, wo es halt noch nicht diesen Baumodus gab. Als in der Beta-Version, sage ich dazu. Und ich muss dazu erwähnen, der Bahnhof, der Hauptbahnhof und der Busbahnhof und diese Karosserie darum ist in der 3. Version vorhanden. Das war alles mal ganz anders. Richtig, wurde 4-mal, 5-mal umgebaut. Das steht auch dran. Beim Rathaus war es genauso. Und ja, so ist das halt so in der Stadt. Also es entwickelt sich halt. Die Häuser haben wir halt auch ein bisschen höher gemacht. Damals waren die Häuser ein bisschen niedriger. Und die Ampeln kamen ja auch dazu. Es soll ja auch irgendwann, wenn es mal klappt, auch Ampeln geben, die funktionieren. Das ist noch nicht möglich, weil es sonst zu groß wird. Weil wir hier die Technik unten drunter nicht reinbauen können, wegen der U-Bahn halt und sowas. Das ist halt ein bisschen kompliziert. Es steckt auf jeden Fall eine Menge Arbeit drin. Das muss man sagen. Genau. So, damit wollte ich mich dann heute auch ein bisschen verabschieden, aber ich habe hier gerade einen Fehler entdeckt. Ich muss gerade mal hier was ausbauen an der Straße, weil irgendwie war hier ein kleiner Fehler. Das passiert halt ab und zu mal, darf da mal Fehler passieren, aber das ist nicht schlimm, die kann man dann ausbauen. Dafür ist man ja auch da, wenn man sowas erkennt, macht man es richtig und dann geht's auch wieder. So, dann kann das 2017 ja kommen. Und dann bedanke ich mich mal auch an das Megaprojekte-Team, dass ihr soweit zahlreich entschieden seid. Und ich helfe ja auch ab und zu drüben mit, soweit wie es möglich ist, weil ich ja meistens auch hier in meiner Stadt bin, weil ich hier viel baue. Meistens bin ich teilweise auch alleine hier am Bauen. Und es wäre schön, wenn noch ein paar Leute dazukämen. Auch bei Megaprojekte darf da drüben noch welche dazukommen, darf man dann wir uns austauschen können, wenn es auch um Rätsel geht und alles, was man da ausbauen kann, Tipps und sowas, die wohl Lust am Bauen haben, damit unsere Projekte auch alle groß entstehen können, sagen wir mal. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, von meiner Seite zumindest nicht. Ich sage einfach mal frohes 2017 und ja, bis ins nächste Jahr. Ich sage auch noch alles Gute im nächsten Jahr. Ich schätze, bei Stefan wird es Probleme geben noch, oder? Nee, Probleme habe ich keine mehr. Also ich habe ja meine Aufnahme gerade schon gestoppt, habe mich ja auch schon bei meinen Zuschauern schon verabschiedet. Ich mache das natürlich jetzt auch bei euren Zuschauern noch. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen schönen Start. Ja. Feiert noch schön, falls ihr noch am Feiern seid. Und man wird bestimmt das eine oder andere Mal von hören, beziehungsweise von uns hören, denke ich mal.
In dem Sinne, frohes neues Jahr. Ja, gleichfalls. Und ich sag mal Tschüss von meiner Seite. Ja, ich sag auch mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Papagei.